Achso. Aua, den legendären Chips Duo. Oh, Chips Duo heißt er ja. Chips Duo. Ich weiß auch nicht, wer Chips Duo ist. Von den. Einer von unseren Marines. Aber welcher? Gute Frage, nächste Frage. So, ich hätte wieder gerne ein Kampfgewehr, also. Sergeant, ich brauch die auch. Scharfschützengewehr, wenn du möchtest. Nein, danke. Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Guck mal hier, ich bin legendär. Bist du? Links von dir, hinter dir. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Nimm mich mit. Nein! Die lassen uns echt hier. Wollen wir uns das Partikelschwert und den Erfolg holen? Ja, ich glaube, dem kommt nur einer, oder? Nö, nö. Aber ja, lass mal machen. Guck, mach du mal kurz irgendwas Interessantes. Okay, ich mach irgendwas Interessantes. Außer weitergehen. Chips Duo, das ist bestimmt der Typ hier mit der lustigen Frisur. Hallo. Weißt du was? Hier hast du einen Nadelwerfer. Gib mir dein Kampfgewehr. Wo ist denn der? Warte, hier ist doch noch irgendwo ein Nadelwerfer. Ich hatte doch zwei. Ach, da. So, pass auf. Du kriegst auch einen Nadelwerfer. So. Sie sind der Beste. Ich weiß. So, jetzt haben die nämlich Nadelwerfer, unsere beiden Kollegen. Und mit den Nadelwerfern werden die bestimmt besser umgehen können als mit dem Kampfgewehr. Ich hoffe es zumindest mal. So, also, wie sieht's aus, Beo? Weißt du, wie es funktioniert? Ja, wir müssen einen Tick zurück. Ja, okay. Nämlich gerade die Stelle. Hier ist keine Tür, die zugehen kann, also wir können den ganzen Weg zurück. Was ist das hier? Noch irgendwo so eine zerstörte Wand wie vor uns? Da hinten oder nicht? Hier ist halt so eine Art, so ähnlich muss es halt auch aussehen wie hier. Hier ist eine Menge kaputt. Ja, okay, wir müssen erstmal die Stelle suchen. Wir können erstmal weitergehen. Okay. Ja, wie gesagt, wenn du das sonst jetzt machen wollen würdest, würde ich das einfach offscreen, dass du erstmal suchst oder sowas. Aber wenn du sagst, es ist eh noch nicht hier. Nee, also ich muss halt die Stelle erstmal suchen, aber ich weiß halt auch nicht genau. Also man sieht sie schon, wenn man Augen aufmacht. Ja, dann mach du mal deine Augen auf. Kannst du bitte trotzdem auf mich warten? Das wäre ganz lieb. So. Ich glaube übrigens, der mit dem Helm ist dieser Chip. Echt? Ja. Ironischerweise frage ich mich, was ist, wenn du ihn jetzt hier tötest? Weil er kommt, sollte in Halo 3 auch noch vorkommen. Das war gut. Ich habe ihn auf einmal nicht mehr gesehen. Weil schwer. Oh Gott, er ist unsichtbar, ja. Ja, ich weiß, dass der unsichtbar ist. Hat mich. Er ist erstmal aus dem Kontrollpunkt geladen werden muss. Ja. Das ging schnell. Ey, wie dieser scheiß Schakal einfach einen Scharfschützenschuss überlebt. Gebt's ihnen, solange sie im Nachteil sind, schnappt sie! Sehr gut, du machst das gut, Leo. Warte, wo ist der Unsichtbare? Der ist so viel hier. Er kommt. Doch schon. Du siehst doch das Schwert leuchten. Ich sehe gerade gar nichts vor uns. Nee, jetzt noch nicht. Aber der kommt gleich und dann siehst du das Schwert leuchten. Da kommt er. Tot durch irgendwas. Irgendwas hat mich jetzt getötet. Hast du den nicht gesehen mit dem Schwert? Doch, jetzt habe ich ihn gesehen. Ach, scheiße.
Alter, dieses ekelhafte Drohnen-Mistvieh-Ding. Was denn? Der scheiß Drohne, ich hasse es. Hält Bomben fest. Halo 2 aus mit sogar einem Elitenschleicher eine Plasmagranate angeheftet. Also einem Unsichtbaren eine Plasmagranate angeheftet. Nice. Man wird hier mit Erfolgen zugeschissen. Gut, dass ich die Erfolgsbenachrichtigungen ausgeschaltet habe. Wie human das einfach ist. Stell mal vor, wie oft wir auf Legendär jetzt schon gestorben wären. Ich sterbe trotzdem. Ach, das ist nur ein Schakal. Wo ist denn mein Scharfschützengewehr, Mann? Wo bin ich jetzt schon gefällt? Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Dein doofes Scharfschützengewehr. Hier liegt ein toter Marine. Das ist irgendwo fest. Das ist ganz schön lustig. Ich kann auch lispeln wie du. Hier liegt ein Scharfschützengewehr, aber nicht deins. Weiß nicht mal, wie man lispeln schreibt. Das stimmt. Okay. S L B M F P G. Du hast da was. Was? Du hast da was. War richtig? Du hast da was. Was hab ich denn? Wo stehen da? Was ist denn? Okay, zurück zum Ernst der Lage. Warte, komm mal her kurz, was hab ich hier, wo? Ich wollte nur so stehen bleiben. Ah, du Arschloch, Alter. Was hab ich wo, hä? Was hab ich wo? Okay, passt wieder. Ist schon wieder gut. War das bei Halo 2, dass man Granaten in die Luft... Oh, ich bin tot. Dass man Granaten in die Luft schießen konnte? Wenn man die zweimal hintereinander genau auf denselben Punkt geworfen hat? Das weiß ich nicht. Wo bin ich jetzt gestorben? Ah! Fuck, ich will mein Schwert wieder haben. Wo bin ich gestorben? Hier bei mir. Hm? Ah, da. Au, 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 Ich will grad was gucken. Was denn? Besser den ganzen Weg zurückrennen, was ist los mit dir? Ja, weil ich kann auch sein, dass das Ganze am Anfang schon war. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Weil da war ja auch so eine hässliche, zerstörte. Ja, das war wirklich hier vorne am Anfang. Jetzt hab ich nochmal zurückgegangen. Und dann? Mal hier rauf? Ja, wenn ich weiß. Ja. Kann man einen Granatensprung dann hier machen? Natürlich auch drauf haben. Ich komme nicht mal da drauf. Und dann? Weiter, geht hier oben weiter. Okay. Was heißt das? Die Granate wirfst du am besten auf das Ding, wo du halt drauf stehst. Ja. Und springst in dem Moment halt auch springst du nach hoch. So. Genau, warte, jetzt muss ich kurz das Video weiter gucken. Übrigens ist halt auch direkt der Schädel, den man auf Legendär sammeln muss. Wo? Dauert noch ein bisschen. Okay, ich will mal irgendwas versuchen. Geil, man kommt sogar hier drauf. Hier ist aber eine unsichtbare Wand. So, und jetzt? Nochmal ein Granatensprung. Warte. Ah, hier, nee, hier ist ein... gerade die Taschenlampe. Hier ist der Schädel. Liegt der da auch? Oh! Krass. Hallo Schädel. Geht mal hin. Schädelträger. Blind. Blind Schädel gefunden. Also wir müssen auch noch die ganzen Schädel einsammeln für jedes. Gibt zwar einen Erfolg, muss man aber nicht. Wo? Also ganz blöd gefragt, haben wir im ersten Level schon einen Schädel verpasst? Weil ich meine, wir könnten ja alle Schädel einsammeln, ist ja nicht das Problem, haben wir... Ich glaube, haben wir schon verpasst. Echt? Ich weiß halt nicht, ob im ersten Level 1 ist. Wenn er ist. Da halt jetzt hier, wo ich bin.
Ja. Da ist eine unsichtbare Wand, das habe ich eben gesagt. Warte. Du kommst aber hier oben hoch. Ist doch eben gerade auch einfach so hier hochgesprungen. Wieso komme ich jetzt hier hoch? Notfalls Granatensprung. Ah, okay. Nee, das schaffst du eigentlich auch ohne. Na, geht echt einfacher. So. Darüber. Jo. So. Naja, wir sind noch nicht out of bounds. Das heißt, wenn wir nicht out of bounds sind, ist das noch alles geplant. Der Weg hier. Aufpassen, das Ding ist nicht ganz so, wie es sein soll. Halt, warte, ah, wo ist er jetzt lang gelaufen? Ja. Jetzt gehen wir quasi hier oben auf die Straße. Geht, springt er da auch rauf? Warte. Ja. Ja. Und dann? Jetzt kommt wieder ein guter alter Granatensprung. Halt dich am besten hier rauf. Ja. Dann mal hier hoch. Okay, scheiße. Oh, hier kann man doch noch runterfallen. Nein! Ich bin unten. Toll. Machst du den Weg dann nochmal? Oder? Ich versuch's, ja. Bleib du mal da oben stehen. Och man, das war doch so klar. Schlimme ist nur, ich brauche auch neue Granaten. Ich habe nur noch zwei Stück und das wird nicht reichen. Das heißt nämlich dann, ich werde oben ankommen und habe dann keine mehr. Oder lag da oben eine? Da lagen welche, da wo der Schädel war, glaube ich. Okay, ich hoffe mal. Ist das doch schon ziemlich out of bounds, weil dann siehst du einfach, wie so ein Haus einfach in der Luft schwebt. Oh. Und dort sind einfach ganz viele Explosionen unterm Haus, finde ich gut. Okay. Also wenn ich einen Sprung jetzt nicht mit der ersten Granate schaffe, irgendeinen von den ganzen. Okay, ich habe ihn nicht geschafft. Klasse. Das heißt, ich kann es eigentlich schon vergessen. Also wenn du es bis hierher schaffst, wo du eigentlich nur eine Granate brauchst. Ja. Ich habe auch noch Granaten, also ich könnte dich hier hochspringen. Ja, ich habe jetzt keine mehr. Ich könnte, ich mache es einfach noch leichter, ich töte mich einfach. Irgendwo. Ja, ich töte mich einfach, dann lande ich doch bei dir. Komm mal her zu mir, komm mal in Reichweite, ich habe einen Scharfschütze dabei. Ja, dann. Warum habe ich nicht direkt darüber nachgedacht? Ich bin so doof. Wenn du über Selbstmord nachdenkst, das ist, naja. Bleib da stehen. Ne, warte, ich habe eine bessere Idee. Nein, 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 du brauchst keinen Schuss, also Faberland dafür. Ich will dich aber töten. Obwohl doch, ja, dann mach. Hier. Komm. Alter. Weiter, 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 weiter. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich bei dir landen. Ah, siehst du. So, jetzt geht das einmal, warte mal. Jetzt kurz mal die prüfen. Übrigens, das meinte ich das Hochhaus da hinten, manchmal sich so. Jo, das ist definitiv. Also wenn wir jetzt da hinten runterlaufen würden, dann wären wir auf jeden Fall out of bounds. Wohin? Hinter mir. Wo, hinter dir, wo ich mich unten? Ja. Ich bin runtergefallen. Ja, und dann? Ja, aber du musst, ja, ich will mal wieder pausieren und dann starten. Du.
Ich warte auf dich, Beo. Ich warte auf dich. Ach ja, halt, wir sind starr. Was? Hier. Da runter? Nein, hier links doch. Oh, Rex. Ich hab keinen Erfolg. Hab ich jetzt bekommen? Ja, ich nicht. Ich hab den Erfolg nicht bekommen. Stimmt, weil du das Ding aufgehoben hast. Und sag mal Kontrollpunkt. Ja, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal machen. Willst du es so schnell machen? Dann töte ich dich einfach wieder. Wenn du magst. Ja, wir versuchen es zusammen, weil wenn es einer schafft, ne, ist halt die Chance höher. Also wenn wir es beide versuchen, ist die Chance halt höher, dass es einer schafft. Ja. Jetzt krieg ich's auch nicht hin. Ja, lass mich doch mal. Bitte. Ja, hallo, mach. Lass mich doch ja, mal. Ja, mach doch! Das gibt's doch nicht! Was ist denn das für ein Krampf? Oben? Nein. Wir machen, das einfach, wir machen das leichter. Stell dich mal hier hin. Ja. Vor mich. Das sind doch Halo 2 Physics. So. Jetzt bin ich oben. Komm mal her. Wo bist du? Komm mal in Reichweite. So. Aber nur die Granaten, ne? Hm? Ich hab eh nur einen, die mir fehlt. Aber wir brauchen keine Granatensprünge, weil das sind Halo 2 Physics. In Halo 2 Physics kam... Wie bist du da so schnell hochgekommen? Granatensprung. Oh. Ich probier mal was. Vielleicht kommt man hier durchs Draven hoch. Das könnte sogar klappen. Nope. Klappt nicht. Ja, ich bin leider runtergefallen, weil ich habe versucht, durch Draven da hochzukommen, ohne. Dann kommen wir hier nach vorne. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Wir pausieren das übrigens mal eben, bis ich da oben wieder bin bei dem Schwert. Das müsst ihr euch nicht angucken. Okay, ich habe den Erfolg jetzt bekommen. Witzig übrigens, wenn man hier zur alten Grafik switcht, dass hier einfach mal kein Rex steht. Aus Patronenhülsen, was eigentlich ziemlich schade ist. So, dann können wir jetzt weitermachen, ne? Oh. Ich weiß zwar nicht mehr, wo wir hin müssen. Du springst einfach da runter. Nein, ich meine, wo wir hin müssen, wo wir eben... So, hier lang. Wir sind jetzt an derselben Stelle wie vorher auch. Ja. Okay. Auch lustig, dass sie sowas einbauen. Auch lustig, dass du damit eigentlich das ganze Level überspringen kannst, die Jäger und alles. Stimmt, ja. Stell mir das mal vor, wenn du das machst, was wir jetzt gemacht haben, kannst du praktisch den Part mit den Jägern komplett überspringen. Gut, dass sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Chill mal eben. Chill mal eben. Chill mal eben. So, ich will nicht meine ganzen Sachen zurücklassen, weißt du? Vor allem nicht Rex Schwert. Ist doch nur ein Schwert, aber... Du musstest den Helden spielen, was? So, okay, alles klar. Hast du's? Ja, ich hab alles.
Was? Wie werde ich teleportiert? Du wurdest teleportiert, ja. Das ist bei Halo 2 und Halo 1 und so noch gang und gäbe gewesen. Oh! Zwei Grunts mit einem Kopfschuss getötet. Wow! Wow! Komm, sag mir, dass du diesen Meme kennst. Was? Welchen? Ich hab dir gerade nicht zugehört. Wow! Nein. Ich bin gerade auf. Aber gekonnt nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, tot. Er hält einfach wirklich einen Schlag auf den Wichser. Ja, du brauchst zwei Schläge, um einen Eliten mit einem Schwert zu töten. Bist du tot? Ja, ja, hab schon gesagt, ich bin tot. Achso. Lauf, Forrest, lauf! Geht wieder. Okay. Lass mich den Eliten bitte töten. Das erste Halo mit Kapern. Ich will ihn töten, ich will ihn töten, ich will ihn töten. Ich will meine Waffen wieder haben. Hihi. Erste Halo mit Kapern, ich vergaß. Mit Kapern? Sind Kapern nicht Fische? Die meisten Allianz-Truppen sind direkt unter dem Krieger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an. Hallo. Ja. Nein. Er will von dem Geschütz runtergehen, der Pisser. Töt ihn gleich. Ich will's ja nicht übertreiben, aber jetzt müssen wir die Sorgen losmachen. Runter an den Strand. Und in den Turm Tunnel rein. Und das zweite Level beginnt dann im Tunnel. In einem anderen Tunnel. Sturm auf Normandie. Übrigens auch der erste Teil, in dem Warthogs zerstörbar waren. Und irgendwie wie Pappe waren, weil die direkt kaputt gingen immer. Wo bist du? Tot. Nö, wir haben einen Kontrollpunkt bekommen. Das heißt, beim nächsten Kontrollpunkt, wenn er geladen wird, bist du einfach tot. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Oh, ich brenne. Puh. Puh. Der Warthog brennt. Bist du schon wieder da? Ich bin schon lange wieder da. Ach so. Als wir den Kontrollpunkt erhalten haben, habe ich, glaube ich, hier gespawnt. Das ist gut.